Der internationale thermonukleare Experimentalreaktor, kurz ITER, soll einmal der größte Kernfusionsreaktor der Welt werden. Fertiggestellt wird er unglaubliche 23.000 Tonnen wiegen. 18 dieser sogenannten Toroidalmagnete werden später ein Magnetfeld erzeugen. In diesem Magnetfeld fusionieren die Wasserstoffatome zu superheißem Plasma. Dazu erhitzt der Reaktor Wasserstoffatome auf mindestens 150 Millionen Grad Celsius. Doch ohne die Magnete geht es nicht. Denn ihre Kraft bringt die Atome zum Fusionieren. Das Ergebnis? Ein Gas, genannt Plasma. Gleichzeitig halten die Magnete das Plasma in Position und von den Wänden fern. Dies ist ein Kernfusionsreaktor vom Typ Tokamak.